Name ist Christoph Hammer. Ich bin der CEO hier bei der Körber Pharma Packaging AG, früher Dividella. Wir gehören zum Körber-Konzern in Hamburg. Körber ist in 5 Bereichen tätig. Einer davon ist Pharma Packaging. Hier am Standort in Grabs beschäftigen wir 220 Mitarbeitende. Wir produzieren hier in Grabs Pharmaverpackungssysteme, die Produkte herstellen wie die hier auf dem Tisch. Das sind zum Beispiel Vialverpackungen, die man kennt von der Pandemie. Hier in Grabs machen wir von der Entwicklung bis zur Maschinenabnahme eigentlich alles, mit Ausnahme der Teilefertigung. Teile werden zum größten Teil in Ungarn produziert, auch Baugruppen. Da haben wir ein großes Körber Supply Center, das uns beliefert. Hier in der Schweiz finden wir hochqualifizierte Mitarbeitende, wie wir sie brauchen, loyale, motivierte Mitarbeitende. Das ist ein großer Vorteil. Wir haben wirtschaftlich ein sehr gutes Umfeld, sehr stabil auch. Und ganz wichtig für uns auch, wir liegen auf der Achse zwischen Norditalien und Süddeutschland. Und das ist da, wo eigentlich Pharmaverpackung stattfindet. Das ist optimal für uns, aber auch für unsere Kunden. Wir haben ein sehr erfolgreiches Wachstum hinter uns. Über die letzten 10 Jahre eigentlich langsam und die letzten 2-3 Jahre sehr, sehr steil. Wir haben uns fast verdoppelt. Wir planen einen Neubau, weil wir haben heute 3 Sites, wo wir tätig sind. Das wollen wir einen Neubau konsolidieren. Wir wollen das Wachstum auch absichern über neue Produkte und vor allem auch neue Märkte. Und damit, denke ich, sind wir gut gerüstet für die Zukunft.